Ja, pünktlich zum Ende der Amtszeit des Staatspräsidenten Reuven Rivlin trifft Frank-Walter Steinmeier in Israel ein. Und uns zugeschaltet ist jetzt Professor Moshe Zimmermann von der Universität in Jerusalem. Herr Professor Zimmermann, was erwarten Sie denn von dem Besuch von Frank-Walter Steinmeier? Also man erwartet die bekannten Floskeln, Freundschaft mit Israel, Unterstützung für Israel. Aber vor allem erwartet man hier ein Signal. Das ist ein Seitenhieb gegen Netanyahu. Jetzt trifft der Bundespräsident den Präsident von Israel, den ausscheidenden Präsident, der immer etwas oppositionell sich verhalten hat gegen Netanyahu, und mit dem neuen Präsident, der aus der Arbeitspartei kommt. Er trifft den neuen Regierungschef und den Ersatzregierungschef. Ob er den Netanyahu zu sehen bekommt, ist noch eine Frage. Auf diese Art und Weise signalisiert Steinmeier, Bundespräsident Steinmeier, genau das, was auch Biden signalisiert hat: die Hoffnung auf einen neuen Anfang, auf eine neue Ära in der israelischen Politik. Man fragt sich hier selbstverständlich, inwieweit die Zunahme an antisemitischen Vorfällen in Deutschland oder in der Welt etwas also mit dem Geschehen in Israel und um Israel zu tun hat. Also das ist die interessante Frage. Selbstverständlich wird ein Bundespräsident immer wieder betonen, dass Deutschland gegen den Antisemitismus kämpft. Aber ich hoffe sehr, dass man in Deutschland genau aufpasst, nämlich dass der Antisemitismus in Deutschland eher aus dem rechten Flügel kommt und nicht aus dem linken Flügel oder auch nicht so sehr aus der Ecke der Flüchtlinge, der Moslems in Deutschland. Da muss man sehr gut aufpassen, woher eigentlich der Antisemitismus in Deutschland kommt und wie er sich artikuliert. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass die Israelis das gar nicht so sehr beunruhigt, vielleicht weil sie es traurigerweise gewohnt sind? Die Israelis sind nicht so beunruhigt, weil sie es gewohnt sind, weil das eigentlich zur israelischen Politik gehört, immer zu betonen, dass der Antisemitismus existiert. Wenn man Jahr für Jahr darüber berichtet, dass der Antisemitismus steigt und trotzdem die Welt und die Juden in der Welt weiterleben können, dann ist diese Alarmbereitschaft etwas kleiner. Man muss immer zwischen Essenz, also Inhalt, und Medienberichte unterscheiden. Die Medien werden aufmerksamer, wenn die darauf aufmerksamer gemacht werden. Und Israelis wissen schon genau Bescheid, dass Antisemitismus auch ein Instrument ist in der israelischen Politik. Immer wenn man Kritik gegen Israel abwehren will, benutzt man eben diese Floskel, Kritik ist Antisemitismus, und damit kann man eigentlich ein Thema abwimmeln. Das wissen die Israelis, das wissen auch die Politiker, und das hat Netanyahu bisher sehr effizient ausgenutzt. Herr Professor Zimmermann, Sie haben eben den Konflikt angesprochen, den jetzigen Konflikt. Schildern Sie uns mal die Lage im Land. Man hat jetzt als Außenstehender das Gefühl, dass die Waffenruhe hält. Ist das richtig? Die Waffenruhe hält. Also das waren etwa 2 Wochen mit etwas mehr Gewaltanwendung. Aber das war nur ein Interlude in der Geschichte. Die Palästinenser sind zu schwach, um etwas zu bewirken. Israel ist stur genug. Die Israelis machen ihre Siedlungspolitik weiter. Das tut auch die neue Regierung, genauso wie die alte Regierung. Das heißt, im Großen und Ganzen geht es nicht nur um die Waffenruhe an der Grenze zu Gaza. Es geht um eigentlich eine Ruhe insgesamt in den Beziehungen zwischen Israel und den Palästinensern. Israel setzt ihre Besatzungspolitik fort. Die Palästinenser müssen das irgendwie akzeptieren, weil sie keine Unterstützung bekommen für eine Alternative aus dem Ausland. Sie schauen jetzt nach Amerika. Biden ist die große Hoffnung. Und wenn Biden hier etwas anregen wird, dann kann man davon sprechen, dass sich hier etwas bewegt. Aber bis zu diesem Punkt kann man sagen, ist die Lage ruhig und Waffenstillstand hält.
Herr Professor Zimmermann, ganz herzlichen Dank. Das war Moshe Zimmermann zum Besuch des deutschen Bundespräsidenten in Israel.